Alter, guckt ihn euch an. Hallihallo, und es geht los mit einem neuen Jurassic World Video. Ich habe außerdem meinen letzten Speicherstand gelöscht, weshalb ich nochmal angefangen habe, die erste Kampagne nochmal alleine gespielt habe, ohne euch. Und jetzt machen wir weiter mit der zweiten. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich nehme mich schon. Also, ich sehe dieses Wetter, dann habe ich gar keinen Bock mehr. Ist die Situation im Fluss. Wir, das ist Dinosaurier in Kanada. Meine Sektion ist die AGA. So, also wir haben hier ein Wildererlager. Und ihr seht auch, ne, wie blöd die eingepfercht waren, die armen Viecher. Und ich zeige jetzt gleich wieder meine unglaublichen Trefferkünste. Alter. Ich schneide das einfach so zusammen, dass das alles Headshots sind. Ey, 4 Schuss, 4 Treffer. Woo! So, die sind... Eine Firma hat wichtige Angestellte. Ankunftsort, Kontrollzentrum und Notfallgenerator soll ich bauen. Fangen wir mal an mit dem Ankunftsort. Bauen Sie also für den Anfang ein Eingangsgebäude, ein Kontrollzentrum und einen Notfallgenerator für die Stromversorgung. So, fangen wir damit an. Ankunftsort, dann ein Kontrollzentrum. Mache ich alles hier schön ordentlich, ne? Wir sind ja hier in Deutschland. Deutschland steht immer alles in Reihe und Glied. So. Also eigentlich sind wir in Kanada, aber... Und einen Notfallgenerator. Ich frage mich zwar, warum ich immer noch kein Stromnetz habe, aber gut. Es braucht natürlich auch alles einen Weg. Einen Weg. Alter, nein, der Weg ist hier hinten. Naja. Warum nicht? So. Nice. Und dann muss ich garantiert die Zäune überarbeiten. Ich bin ja klug. Gar nicht schlecht, wenn ich das mal sagen darf. Und ich darf das. Wir brauchen aber auch eine Unterstützungsanlage. Unterstützen Sie die Bauarbeiten so gut es geht. Unterstützungsanlage auch noch. Verstanden? Unterstützung? Egal, lassen wir das. Ey, der Witz war ja schlechter als jeder Witz von meinen sonstigen Arcmates. Apropos Arcmates, es läuft auch gerade wieder eine Arc-Season, das heißt, wenn ihr das noch nicht geschaut habt, dann schaut da mal rein. Das ist nämlich wirklich legendär. So, eine Unterstützungsanlage. Im Wasser? Ich sehe hier. Das ist Wasser, dieser kleine Tümpel da. Okay. Ich wollte gerade fragen, ob ihr Wasser seht. Wäre eure Antwort wahrscheinlich ja gewesen. Wir müssen die Saurier in die neuen Gehege bringen. Als hätte ich es geahnt, ne? Die wir bereits gefangen haben? Ja, korrekt. Und sie sollten wach sein und sich möglichst wohlfühlen. Ey, wohlfühlen, ja, Karnos. Ich sag mal so von 100 bis 0 sind Karnos so richtig dämliche Dinosaurier. Also die kann ich wirklich gar nicht leiden. Aber ich glaube, das liegt an diesem einen Kinderfilm. Ich weiß nicht, kennt ihr den? Wo diese Karnos die ganze Zeit rumrennen und böse sind. Ich bin halt nachtragend. Produkt wird transportiert. Produkt. Mein Dinosaurier ein Produkt nennen. Spinnt ja wohl. Und natürlich fahren wir doch mal rein. Ich könnte es natürlich auch übernehmen lassen, aber nee, will ich selbst austesten. Alter, kackt der gerade? Seht ihr das? Sand fehlt denen, okay. Also, das ist doch kein Sitz. Und vor allem auch die Geräusche. Seht ihr, wie den Mund dazu bewegt? Eindeutig. Also für mich ist das eindeutig, was der da macht. Wie er wieder aufsteht, ohne diese Arme. Das sieht... Ah! Nein! Oh mein Gott, rennt der jetzt mit raus? Bitte nicht, bitte nicht. Ich habe solche Angst, dass der einfach damit rausrennt. Uff. Aber ihr habt das gesehen, ich habe voll dazugelernt. Letztes Mal wurde ich noch gerammt. Jetzt bin ich schneller als Usain Bolt hier wieder raus gewesen. Hügelig, das nicht so langweilig ist. Zufrieden. Und Beobachtungsgalerie.
im Wasser, ey. Immer dieser mini kleine Tümpel. Macht mir einfach hier alles übel kaputt, ne? Alter, wenn ich die Ziege wäre, würde ich halt überall hinlaufen, aber nicht zu den Dinos, ne? Aber eigentlich ist das schon ultra brutal. Mein Gott, was macht denn der da? Der kuschelt mit dem Boden. Was soll ich machen? Es gab hier gefährliche Tiere. Einen gefährlichen Dinosaurus. Okay. Wir wissen, wo sie waren. Aber jetzt, Mr. Grady, müssen wir heraus. Und was schätzt ihr, was das für ein gefährlicher Dinosaurier ist? Wenn ich meine Saurier kenne, würde ich sagen, sie sind da lang. Und kennen Sie Ihre Saurier, Mr. Grady? Besser als sonst jemand. Aber dies sind nicht Ihre Alter. Saurier, Percy. Und da werden Sie mir wohl einfach vertrauen müssen. Oh mein Gott, ich habe mein Auto geschrottet! Oh mein Gott, guck mal mein Auto an! Dass ich irgendwas versprechen würde. Vor allen Dingen, nur wegen diesem mini kleinen Baum ist es einfach kurz vorm Brennen. Und an diesem Stamm erkennt der Grady, dass es ein Dinosaurier war. Alter, ich darf nirgendwo mehr dagegen fahren. Mein Fahrer sieht doch gar nichts, oder? Ein Reh. Alles deutet in diese Richtung. Ein totes Reh. Ach du Sau, es ist so peinlich, mit diesem Auto hier durch die Gegend zu fahren. Ah, ich sag mal so, no risk, no fun, ne? Oh mein Gott, da ist wieder ein Baumstamm. Großer, böser, fleischfressender, wütender Dinosaurier. Ihr werdet nicht in 2-3 Tagen zurückkommen, ihr werdet in 2-3 Teilen zurückkommen. So, auf mein Auto trifft es auf jeden Fall zu. Wie sieht mein Auto denn nur aus? So sehe ich im Übrigen jeden Tag aus, wenn ich zur Arbeit fahre. Genauso. Oh, da hinten ist auch ein Pronto oder ein Brachio. Aber wo ist der Allo? Irgendwie rechts. Müsste man so einen großen Dino nicht eigentlich sehen. Ach nee, hier liegt nochmal ein totes Reh. Überfall. Oh Gott, da ist er. Du löst den Jagdinstinkt aus. Bewegung, los! Owen. Owen, alles in Ordnung? Was ist los? Bin gerade beschäftigt. Sagen Sie mir, dass alles unter Kontrolle ist. Soll ich lügen? Ja, wenn es meine Nerven beruhigt, mein Auto. Das ertrage ich nicht. Wir arbeiten daran. So. Schauschütze, Isa Gaming ist wieder unterwegs. Go, 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 go. Alter. Ist ja übel schnell. Versuchen? Wir brauchen einen hochziehen und starten. Ich kann überhaupt nicht fliegen mit dem Teil, ne? Bitte sagen Sie das nicht. Sie glauben an das Tief, nicht wahr? Wollen Sie, dass ich lüge? Das war aber harsch. Na los, flieg doch jetzt. Los. Tritt mal Gummi hier. Das war ein Baum. Ich glaube, ich habe den kleinen Zeh getroffen. Alter, als ob, habt ihr das gesehen? Zweimal der kleine Zeh. Owen, wie ist der Status? Wir sind nah dran. Wir haben fast alles unter Kontrolle, aber das Tier ist verletzt. Wir müssen sie zur Beobachtung und Behandlung in ein sicheres Gehege bringen. Ich informiere Dr. Dua. Hier bin ich gekommen. Ja, ich? Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Alter, so weit bin ich gefahren. Verrückt. Sicheres Gehege. Ja, dann baue ich einfach eins hier ran, würde ich jetzt mal sagen. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Okay. Gehege schnell bauen. Dann machen wir natürlich jetzt hier irgendwie einen kleinen Spalt. Wir wollen ja, dass da... Komm, Saurio. Okay. Ich hoffe, dass er dann nicht direkt abhaut. Und da ist auch mein Auto. Nee, das wollte ich nicht. Ich möchte Aufgabe hinzufügen und dann Looky Looky machen. Ich will auch schon wieder geguckt werden. Und dann natürlich auch der. Ey, wir müssen den Zaun zu machen, sonst kommt die Ziege, ne? Ey, die wird so randalieren. Ich würde es ihr wünschen. Die Ziege hat überlebt.
Ich wiederhole. Die Ziege hat überlebt. Ich habe eine Ziege gerettet. Uiuiui, das sieht aber nicht gut aus. Guck dich das mal an. Der hat ja übel die Wunden. Ich wette, das war das Kampf gegen das Reh. Ja, dieses Reh, was er da gegessen hat, das würde ihn übel verletzt haben. Wer kennt's nicht? Und ein Galimi muss es auch mit eingesperrt. Seht ihr das? Alter, hat er wie mein Auto gerammt. Und wieder sieht's so aus. Guckt euch mal an, das ist meine Tür. Was das ich für Reparaturkosten habe? Fehlender Wald. Naja, machen wir mal noch Wald. Immer noch zu wenig Wald. Fehlendes offenes Gelände. Okay, ich nehme an, das Gehege ist zu klein. Wenn ich so darüber nachdenke, dass das irgendwie... Ja, machen wir noch ein bisschen so und so. Jetzt aber. Jetzt will er noch Wasser. Zu Namen Saurier. Ich sage gar keinen Saurier, Mann. So, ich habe jetzt mal so eine medizinische Anlage gebaut, denn ich wette, dass der einfach mal überprüft werden muss, wenn er jetzt so krank ist, ne? Ich will jetzt mal sehen, wie die Ziege essen. Also ich meine, jetzt nicht wegen der Ziege. Es tut mir schon ein bisschen leid. Komm, iss die Ziege! Los jetzt! Ich will was für mein Geld. Da liegt eine tote Ziege im Wasser, ist die. Wir brauchen einen medizinischen Scan. Ich will verstehen, was da schiefgelaufen ist, damit so etwas nicht noch einmal vorkommt. Ich glaube, die Ziege, die ich freigelassen habe, die ist ertrunken. Manchmal muss jemand Neues ein Problem angehen. Stellen wir einige Wissenschaftler ein, die diese Tiere diagnostizieren können. Wissenschaftler. Sie sollten sich mit dem MVU auskennen und medizinische Scans bei Sauriern durchführen können. Im Kontrollzentrum hat man Wissenschaftler angeworben. So, und ich habe zwei auf dem Zahnrad und jeweils sonst eins. Das heißt, soll ich jetzt drei neue Wissenschaftler hinzufügen? Naja, es wäre ja dann gut. Ui, der hat fünf. Die hat auch fünf. Ich glaube, jetzt Geld ist nicht so das Problem. Ich sehe nicht, ob ich das die ganze Zeit eigentlich plus mache. Oh, der hat sogar Sex in der Mitte. Sechs von zehn, Alter. Nicht genügend Platz. Alter, ich hoffe. Oh Gott, ich glaube, ich habe Heilung. Was sollte der? Habe ich es jetzt richtig gemacht? Die müssen drei auf dieser Heilungssache haben. Und das habe ich jetzt nicht. Entlassen! So, weg damit. Die hatte eh so schlechte Werte. Wir haben hier nur, wir wollen nur Spitzenpersonal. So, jetzt will ich irgendjemand... Alter, guck dir das an, da ist überhaupt keiner dabei, der drei da hat. Hier unten. Auf Wohlbefinden 2, 2, 2. Das ist doch lächerlich. Null. Uff. Dann nehmen wir den. Und jetzt haben sie zusammen wenigstens drei. Eingestellt. Dr. Dua? Ja. Oh, guck mal, die Karnos kämpfen. Jetzt für die CIA. Ui, der da hinten hat gewonnen. Ich freue mich zu hören, dass ich selbst eine kleine Geheimoperation leite. Ich passe auf uns beide auf. Naja, da machen wir mal Aufgabe und dann scannen wir mal den Allo. Nicht schon wieder, was ist das für ein Mistvieh? Alter, guckt ihn euch an. Ich glaube, der eskaliert so. Der hat einen großen Bruch. Wir müssen den Dino schlafen legen. Ich empfehle Beruhigungsmittel, aber wie sie wollen. Wir betäuben den und dann muss er garantiert in dieses medizinische Zentrum rein. Und dann wird der Bruch, denke ich mal, repariert. Bang! Alter, das war doch auf jeden Fall ein Treffer. Ey, ohne Vision. Ja, wenn ich ihn jetzt treffe, guckt's euch an. Und jetzt abholen jetzt, und den Saurier vorübergehend unter Kontrolle dahin haben, bringen.
bringen wir ihn in die paläomedizinische Anlage. Die müssen doch jetzt wohl beide das machen können. Ja. Die haben ja alleine beide nicht genug Wissen. Leider. Peace. Diese Ziege da im. Produkt unterwegs. Produkt zugestellt. So, was machen wir jetzt? Behandle Allosaurus. Na, dann behandeln wir ihn. Ach, der wird schon behandelt. Ui, guck mal, die sprühen ihn ein. Das ist voll die gute Behandlung. Das ist wie wenn ich zum Arzt gehe und ich ordentlich mit Deo-Spray eingesprüht. Und danach geht's mir wieder gut. Manche Dinge muss man einfach nicht verstehen. Alter, guck mal, da ist die Ziege. Ach, du, so habt ihr das gesehen? Was der da für einen Schlag mitgegeben hat? Der hat ja durch den halben Park gekickt. Wunden heilen am besten, wenn man sich ausruht. Und wenn man es bequem hat. Bei mir klappt das immer. Bei den Sauriern vermutlich. Kann gar nicht zugestellt werden, weil er so viel Wald in seinem Gehege hat. Meine Ex sieht das anders. Hm. Transport abgeschlossen. Zugestellt und zufrieden. Ja, nice. Und damit sind wir auch mit Washington durch. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Lasst mal gerne einen Kommentar da, ob ihr das auch spielt, ob euch das Spiel gefällt, ob es euch noch euren Erwartungen entspricht. Ich finde es richtig cool. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video in der nächsten Mission. Bis dahin, alles Gute für euch.